Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play und zwar von Batman Arkham Asylum. Und wir legen direkt los. Ja, das ist mein alter Spielstand, aber natürlich fangen wir ein neues Spiel an. Schauen wir, muss ich die Helligkeit noch ein bisschen einstellen. Das ist ein. Ja, so ist okay. Untertitel, nein. Weiter geht's. Und wir spielen mal erstmal auf normal. Ich würde es wahrscheinlich auch auf schwer schaffen, denn ich habe das Spiel schon, ich glaube, zweimal oder dreimal durchgespielt. Aber wir möchten ja zu keinen peinlichen Situationen hier kommen. Und jetzt bin ich erstmal ruhig. Denn es geht ja los. Toll, was du aus diesem Ort gemacht hast. Für dich heißt das Anstaltsleiter Sharp. Bowles. Yo, Frankie. Wie geht's Frau und Kindern? Vermisst Klappe, du mich? Klappe, Clown. Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich. Laufen stört mich nicht. Hey, nicht so fest. Du zerknitterst den Anzug. Bring diesen dreckigen Kretin hier raus. Anstaltsleiter, hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Und natürlich wittert Batman auch schon, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Ja, Sir. Er wartet bei der Patientenübergabe auf Sie. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Sharpie liebt seine Kameras. Hey, Sharpie! Filmst du auf meine Schokoladenseite? Aber naja, ich sehe überall gut aus. Sieh dir nur die neue Sicherheitstechnik an. Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Zumindest wie wir etwas machen. Wisst ihr was? Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser. Das war viel intimer. Mehrere verbotene Gegenstände. Ich will das Dunkel auf meine Suche. Das ist nicht der Patient, das ist. Was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, los, sag's mir. Batarangs? Batcrons? Batsnacks? Der Scanner schaltet bei Joker auf grün. Öffnet das Tor, holt ihn hier raus. Ich will, dass stets Waffen auf ihn gerichtet sind. Lass ihn nicht auf den Augen. Es ist später noch genug Zeit für dich, Cash. Apropos Zeit. Tick-Tack, Tick-Tack. Hör ich da einfach.
Was ist los, Doc? Schreiben Sie mich für morgen um 4 ein. Wir müssen viel aufholen. Bleib! Gut. Hallo, neuer Patient. Hier ist Quincy Sharp, Anstaltsleiter in Arkham. Das ist meine Lieblingsshow. Ich bin Anstaltsleiter, Idiot. Du entkommst mir niemals. Rehabilitationszentrum für geisteskranke Straftäter werden würde. Auf einer kleinen Insel an der Gossenbegel. Joker! Ein Schmaul! Ja, bin gleich bei dir, Boss. Ruhe, ich sag dir, der Zustand der Leitungssysteme in diesen Bundeseinrichtungen ist schockierend. Meine Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuerfall... Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bowles. Machen Sie das, aber schnell. Ich folge nur den Anweisungen. Der Patient scheint in einem zufriedenstellenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen, wohl in den letzten 2 Stunden. Es scheint, dass... Lassen Sie meine Temperatur messen? Ich lasse gern meine Hose runter. Er gehört dir. Bring ihn hier raus. Alles okay. Mach die Tür auf. Alarm in der Intensivbehandlung. Kategorie 9 Patient auf dem Weg. Beruhigungssystem aktiv. Todesschusserlaubnis erteilt. Du hast die Lady gehört. Es kommt noch ein Psycho zu uns. Und was für Kannst einer? Kannst du die Spannung in der Luft riechen? Nein. Dann war es wohl einer der Wachen. Krug, alter Junge, bist du das? Macht euch fertig. Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn. Was macht es? Ich wittere dich, Batman. Ich bringe dich zur Strecke. Setze die Manschette unter Strom. Krieg dieses Tier endlich unter Kontrolle. Bring das Ding hier Ein raus. Sofort. Das hält mich nicht davon ab, dich zu töten, Batman. Ich reiß dich in Stücke. Ist deine Knochen. Ja, da ist jemand echt angefressen. Das erinnert mich an was. Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen. Okay, nach oben. Wie ist Batman an der Sicherheitskontrolle? Hui! Tolle Nacht für eine Party! Nicht, wo du hingehst. Die Nacht ist noch jung, Bats. Ich habe immer noch was in der Hinterhand. Oder findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten mir hier verliehen wurden? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Oh, Frankie. Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten. Das bringt dich noch in Schwierigkeiten. Sag mir eins, du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe. Was willst du wirklich? Oh, nicht viel. Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen starren. Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht. Vielen herzlichen Dank. War das die Antwort, die du wolltest? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate-Gefängnis vermeiden. Ihre Anwesenheit in unserem... Was macht er? Bleib, wo du bist. Hol deine Taschenlampe, strahlt ihn an. Anwesenheit in unserer Anstalt ist nur kurz. Was? Vertraut du mir nicht? Unser Gast ist sich ihnen zu näher angekommen. Batman hat natürlich alles im Griff. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist also zurück. Du hast 3 von meinen Jungs getötet, als du hier ausgebrochen bist. Nur 3? Ich werde mich sicher das nächste Mal mehr anstrengen. Wie wär's? Wir könnten 100 versuchen.
Lange Nacht, Jim. Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir, mich mit den Spezialkommandos, den Medien und dir rumzuschlagen. Ja, das war eine höllische Nacht. Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten. Ja, klar. Moment. Tut mir leid, Batman. Nur für Arkham-Personal. Ich versichere Ihnen, wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Aber das würde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln. Ich glaube, er spricht über dich, Bats. Fühl dich nicht wie ein Fremder. Du bist hier immer willkommen. Mann, ich muss sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Geht's dir gut? Er hat fast ohne Kampf aufgegeben. Das gefällt mir nicht. Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört. Steh auf! Sofort! Joker ist auf der Flucht. Alarmiert den Anstaltsleiter. Schnell! Wir verlieren ihn, John! Der Schatz geht auf deine Kosten. Liebling, ich bin zu Hause. Komm rein. Willkommen im Irrenhaus, Batman. Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetroffen. Jetzt lass die Party beginnen. So, und jetzt geht's endlich mal los mit dem eigentlichen Gameplay. Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich für die Unterbrechung dieses knappen Programms. Bis vor ein paar Sekunden wollte ich hier nichts bekommen, um den Antrag zu machen. Aber dann... Sie wissen, wie Sie es erlauben. Ich nahme nicht so auf, Bess. Da haben wir einen kurzen Prozess gemacht, natürlich. Aus der Besserungsanstalt Blackgate. Mit einer Gesamtstrafe von 752 Jahren. Ding, ding, ding. Jetzt kommt Runde 2. Oh, tut mir leid, Batman. Ich muss schnell weg. Ich muss noch irgendwo los. Komm schon. Auf die Fresse. Und ja, das war natürlich auch kein Problem für Batman. Das System ist blockiert. Wir sitzen hier fest. Joker hat die Kontrolle über die Sicherheitstore. Ich finde einen Weg raus. Gordon, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Ich komme zurück. Mach kein Versprechen, die du nicht halten kannst, Bess. Ich habe die Kontrolle über die Anstalt. Wir gehen an keinen Ort, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ist das klar? Wenn du denkst, dass ich dich entkommen muss. Bla, bla, bla! Immer dieses Heldengesülze, wenn ich dir zusehe, wird mir langweilig! Wieso kommst du nicht einfach und findest mich? Du weißt, dass es eine Falle ist? Natürlich ist es das. So, jetzt können wir endlich richtig loslegen hier. Das vorher war jetzt nur die Einführung, ein bisschen Tutorial, aber man kennt das ja! Schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwas zu entdecken gibt. Bin mir gerade gar nicht sicher. Obwohl ich es schon öfters mal gespielt habe, ist es doch schon wieder ein bisschen länger her. Ach ja, natürlich haben wir hier jetzt direkt schon die ersten Anzeichen vom Riddler. Mit den ganzen schönen Fragezeichen an der Wand. Riddle me that, riddle me this. Aber wir machen erstmal genau das, was er vorhatte. Und laufen ihm dämlich hinterher. Na? Was ist denn hier los? So, jetzt aber, meine Güte. Klapperzähnchen wieder kaputt machen. Sicht an. Batmans Infrarot durch Wände halb guckendes, Gegner ortendes, Stromleitung sehendes Ultra-Dingsbums. Joker war fleißig. Diese armen Wachen hatten nie eine Chance.
Alle Patienten sollten ihre Medikamente jeden Tag zu den verschriebenen Zeiten nehmen. Die Dosen müssen umsetzen. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B 3. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B 3. Hallo Jungs. Und natürlich sind die beiden Zwillinge. Und einen geilen Haarschnitt hat der Junge. Oracle, hörst du mich? Laut und klar, was geht? Joker ist der Bewachung entkommen. Er läuft frei in Arkham herum. Brauchst du was? Ist mein Dad immer noch da? Commissioner Gordon ist in Sicherheit. Joker hat keinen großen Vorsprung. Ich melde mich. Hey, Batman! Ja, das war gerade Oracle, die Batman aus dem Hauptquartier heraus mit Informationen versorgt. Hallo, Zack Franklin. Gott sei Dank, es ist Zess. Er hat Mike. Er wurde an den Stuhl geschnallt. Zess ist völlig durchgeknallt. Warte hier. Er wird Mike töten, wenn er sieht, dass jemand versucht, sich ihm zu nähern. Er wird mich nicht sehen. Wenn ich irgendwas sehe, was einer Fledermaus auch nur ähnelt, stirbt dieser Aufseher. Habt ihr verstanden? Er hat so schicke Unterhosen an. Bitte, du musst ihn retten. Aber sicher doch. Laufen wir erstmal nach oben. Das wird kein großes Problem darstellen. Aber ihr beiden hier so. Zess hat meinen Kumpel. Er wird ihn grillen. Mach was, bitte. Beschäftigen Sie ihn. Ich muss hinter ihn. Lass ihn gehen. Ich muss nah genug an Zess ran, um zuzuschlagen. Am Boden wird er mich kommen sehen. Deshalb bleibe ich oben. Da Victor Zess in dem Spiel über diese Szene hinaus nicht sehr viel weitere Szenen hat, gucken wir uns trotzdem direkt mal den Biografie einfach von ihm an, denn wir sehen später nicht mehr viel von ihm. Victor Zess. Zess ist ein Soziopath, wie er im Buche steht, zumal er trotz einer unbeschwerten Kindheit zum Serienmörder wurde. Da für ihn nur die Zahl seiner Opfer eine Rolle spielt, wählt er diese mehr oder weniger zufällig aus. Darüber hinaus liebt er es, seine Opfer in lebensechten Posen zu drapieren, bevor er sich eine weitere Kerbe in die Haut ritzt. Er versteht sich von selbst, dass er für Batman eine ganz besondere Stelle aufgespart hat. Ups, ich wollte eigentlich in die nächste Registerkarte wechseln, genau. Ja, Victor Zess, Beruf. Berufsverbrecher, auch schön. Beruf! Berufsverbrecher! Natürlich! Ja, Gotham, bla bla bla. Soziopath, der keine Achtung vor Menschenleben hat, kein festes Mordschema, deshalb schwer aufzuspüren. Zwanghafte Mordlust. Ja, und diese ganz besondere Stelle, von der gerade die Rede war, wird hier nicht weiter beleuchtet, aber in den Comics wird öfters mal angedeutet, dass diese ganz besondere Stelle, die er für Batman aufgehoben hat, sein Piepern ist, was ziemlich ekelhaft ist. Diese alten Wasserspeier sollten mein Gewicht tragen können, falls ich mich darauf schieße. Ja, dann machen wir das direkt mal, Batman. Wie ein Affe. So, da ist der gute Zess. Dann würde ich mal sagen, treten wir ihn mal so richtig schön mit dem Fuß hinter den Kopf. Zess ist am Boden, aber nicht nur. Ich muss nah. Jemand muss dieses Tier zurück in seine Zelle bringen. Kurzen Prozess gemacht. Kannst du mich hören? Geht das Ding? Oh, hi Batman. Hier ist Harley Quinn. Wie gefällt dir meine neue Uniform? Ziemlich heiß, hä? Huh? Und ich will dir auch was zeigen. Einen Moment, Batman. Surprise, surprise. Ich springe für den alten Mann ein. Der alte Sharpie war nie glücklicher.
Falls du es noch nicht gemerkt hast, heute ist der Tag, wo Joker nach Hause kommt. Und du bist der Ehrengast. Du hast eine Chance, dich zu ergeben, Quinn. Verlockend, Batman, aber keine Chance. Die Insassen haben jetzt in der Anstalt das Sagen. Na, technisch gesehen sind das Jokers aus Blackgate angekarrte Schläger. Aber du weißt, was ich meine. Mach's gut. Wäre ja auch sonst alles viel zu einfach gewesen. Hörst du das? Oracle, ich bin hier. Die Anstalt ist gerade aus dem System verschwunden. Er kontrolliert das Sicherheitssystem. Wahrscheinlich hat er es vom Netz getrennt. Das ist nicht alles, was er gemacht hat. Alle Polizeieinheiten melden, dass er in ganz Gotham Bomben versteckt hat. Er sagt, er lässt sie hochgehen, wenn jemand seinen Fuß auf Arkham Island setzt. Es wird noch zurückgehalten, aber die Story wird jeden Moment veröffentlicht. Er lügt. Das ist nur ein Trick, um Leute fernzuhalten. Woher weißt du das? Ich kenne ihn. Der Raum ist verschlossen. Ich kann das Tor nicht öffnen. Wir sind hier eingesperrt. Versuch's mit dem Funkgerät. Die Aufsicht sollte das Tor runterfahren können. Harley glaubt, sie hat mich in der Kammer eingeschlossen. Sie war noch nie besonders schlau. Du wurdest von Batman gerettet. Ich muss sagen, das war beeindruckend. Du wurdest von Batman gerettet. Kannst du mich hören? Es wird alles in Ordnung. Natürlich haben wir auch hier das Klischee einer osteuropäischen Doktorin. Du wurdest von Zaz geschnappt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Ich sollte den Raum scannen, einen Ausgang suchen. Ah, machen wir das mal. Surprise, surprise. Was ist das? Da sehen wir etwas. Ich glaube, da muss ich gar nicht hin, aber... Ich habe das Explosivgel noch gar nicht. Na gut, dann kann ich da leider noch nicht hin. Aber wir haben da einen Lüftungsschacht. Er ist raus. Batman hat einen Weg rausgefunden. Ja. Wow. Dafür musste man natürlich auch der weltgrößte Detektiv sein, um diesen Lüftungsschacht zu entdecken. Batman, du kannst jetzt den Wächterfunk mithören. Steve, noch mehr Blackgate-Gefangene beim Heizkessel. Wer ist das hinter ihm? Was zum... Es ist Joker. Er ist frei. Wie konnte er aufbrechen? Tut mir leid, der Funkverkehr spielt verrückt. Also. So geht's nicht. Ich versuch's weiter. Und eine Riddler-Trophäe direkt gefunden. Der Riddler. Story. Aufgrund seiner zwanghaften Ringens nach Aufmerksamkeit ist Edward Nigma auf dem besten Wege, der absonderlichste Schurke von Gotham City zu werden, zumal er an den Orten seiner Verbrechen meist obskure Spuren und Rätsel zurücklässt. Batman hat bereits mehrmals bewiesen, dass er in der Lage ist, die Pläne des Riddlers zu durchkreuzen. Letzterer ist allerdings fest entschlossen, ein Mysterium zu erschaffen, das der dunkle Ritter nicht rechtzeitig lüften kann. Ja. Eddie Nashton, auch eher Berufsverbrecher. Ja. Sollte man mal beim Arbeitsamt nachfragen oder so, ob man das jetzt, ob das jetzt wirklich ein eingetragener Beruf ist. So, ja, was haben Sie für eine Ausbildung? Was würden Sie gerne machen? Ja, ich wäre gerne Berufsverbrecher. Ja, natürlich, ich kann da was für Sie vermitteln. Vielleicht geht das ja. Verstand eines Genies, getrieben vom Verlangen, sich mit Gesetzhütern zu messen, indem er Hinweise auf geplante Verbrechen hinterlässt. Ständig auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Wer ist das nicht? Ha! Mal dezent. Ja, habe ich jetzt wirklich das Tor aufgekickt mit dem Lüftungsschacht-Ding? Ah, hier sind wieder so ein paar Zähnchen. Oh nein, Batman! Oh, da darf ich nicht, danke. Wir haben jetzt die Kontrolle. Ach, da ist schon wieder weg. Na gut, geh bald hier lang. Sie sind da drin eingeschlossen. Was ist das für ein Zeug? Jokers Gift. Hör zu, der Raum ist voller Giftgas. Jeder, der da drin gefangen ist, ist tot. Gehst du da rein und hilfst ihnen, Batman? Natürlich! Ganz schön dreist zu fragen. Jeder, der da reingeht, ist so gut wie tot. Und die erste Frage, die er Batman stellt, gehst du da rein? Aber Batman wäre ja nicht Batman, wenn er das nicht machen würde. Das ist kein einfacher Ausbruchsversuch. Der Joker hat das geplant. Hilf mir!
Batman ist hier. Halt noch ein bisschen länger durch, Boom. Steve. Ich kann nicht. Wo ist er denn? Ich falle. Hallo, Steve. Stevie. Hilf mir. Okay, anscheinend muss ich da lang. Bitte hilf mir. Na gut. Ach, da oben. Den habe ich eigentlich gesehen, oder? Komm mal ruf hier. Ich verfolge das Tier, das das getan hat. Batman, das Absaugsystem! Steve hat versucht, an der Schaltpult am Ende des Raums zu gelangen. Da habe ich dir das dann falsch eingeschätzt. Ja, das ist der Vorführeffekt. Agil wie eine Fledermaus fällt er zu Boden. Das hat mir noch... Ja. Insassen muss man natürlich erstmal einen Windel weich prügeln. Ich rette dich, aber nur um dir weh zu tun. Da ist das Absaugding und ich glaube, ich muss einfach dagegen werfen. Genau. Ja, das finden wir ja alle wunderbar. Achtung! Der Zugang zum Entgiftungsraum ist jetzt gestattet. Auch schön, diese kleine Details, dass man sieht, diese Wache ist verreckt und wollte noch rechtzeitig den Lüftungsschalter bedienen, aber hat es nicht rechtzeitig geschafft. Ja, und hier sehen wir auch das Joker-Gas. Ich glaube, hier gab es doch auch noch irgendwas zu entdecken, oder nicht? Wenn mich nicht alles täuscht. Hilf mir! Ja, wer braucht denn jetzt noch Hilfe hier? Geht's euch allen nicht schon gut? Hier drüben! Ach da! Lass dich doch fallen! Ich meine, das Giftgas ist doch weg! Bitte hilf Gott, mir! Ihnen wird nichts passieren. Bleiben Sie hier. Jagst du jetzt Joker? Wenn du ihn findest, hau ihm eine von mir rein. Okay. Schön. Joker schmiert rein direkt überall. Oh, hallo. Sind das wieder eineige Zwillinge? Fast. Aber er hat wieder so funkige Haare. Aber Joker war ja so nett und hat mir Markierungen auf dem Boden hinterlassen. Wieso hast du so lange gebraucht? Es gibt kein Entkommen, Joker. Ich finde dich. Damit rechne ich, aber noch nicht jetzt. Oh, ist der groß. Oh, ist der hässlich. Trifft es er. Komm.
Er wirft ganze Menschen. Das zeigt, wie wütend er ist. Ups. Ja, aber wenn jemand mit ganzen Menschen schmeißt, dann zeigt das, dass er sehr wütend ist. Okay, abwerfen mit irgendwas. Ja, ich juck den herzlich wenig. Er hat mich schon wieder getroffen. Na gut, ich sollte vielleicht aufhören, mit Batteries zu werfen. Was ist los, Junge? Das war ein wenig unerwartet, ja. Ich brauche wohl stärkere Versuchspersonen. Ich habe gerade meine großzügige Phase. Du kriegst das umsonst. Los, schlag mich, oder traust du dich nicht? Beende es, zieh den Stecker, schalt mich endgültig aus! Du wirst langsam zu ausrechenbar, Fans. Ich würde gern noch plaudern, aber ich muss eine Party organisieren. Es kommen Gäste aus ganz Ackermann geflogen. Du wirst sehen, ne? Das war also mal wieder einer dieser Kämpfe, die man gar nicht gewinnen konnte. Ich bin hier drüben. Wer ruft da nach mir? Ach ja, ich darf mir jetzt erstmal ein Upgrade aussuchen. Ja, was nehmen wir denn da? Was ist denn neu hier? Oh, alles ganz schön neu. Aber vieles davon ist noch gelockt. Ja, holen wir uns mal direkt den Kombo-Wurf. Rein hier, wo noch mehr von ihnen kommen. Sie kamen aus heiterem Himmel. Ich habe Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite? Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist Transport. Extrem! Extrem, okay. Dinosaurs! Kein Problem, ich muss nur eine die extreme andere Isolation. Okay. Ja, hack mal auf deiner Tastatur rum. Der Sicherheitskreislauf ist blockiert. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Joker. Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt kein Entkommen, Joker. Dumme Fledermaus, ich will gar nicht fliehen. Ich habe viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Tata! Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, habe ich mich rückversichert. Während wir uns unterhalten, ist Gordon auf dem Weg zu Harley. Officer Bowles. Wenn ich sehe, dass du versuchst, mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet. Ja, abonniert jetzt Joker auf YouTube, um die Tötung von Gordon zu sehen. Ich sollte zurück zu den Arrestzellen. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. Natürlich, was auch sonst. Sie fliegen. Wir gehen links, rechts, geradeaus. Batman, was ist passiert? Joker ist entkommen. Er hat sich eingeschlossen. Er hat einen Vater. Dad. Keine Angst, ich hole ihn zurück. Okay, ich weiß, aber... Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich, bitte. Frank Bowles. Ist er verwandt mit Camilla Parker Bowles? Frank arbeitete seit 8 Jahren in Arkham. Er wurde bereits 2 Mal wegen Trunkenheit im Dienst suspendiert und veranstaltet in den Zimmern der Wächter regelmäßig Pokerabende. Tja, also für mich klingt das nach einem sympathischen jungen Kerl, ne? Frank hatte in Arkham liebend gern das Sagen. Allerdings ist ihm bisher entgangen, dass er ungeliebt ist und als nicht vertrauenswürdig gilt. Tja, ich wüsste nicht warum.
Ich meine, der verteilt Alkohol an die Insassen und spielt mit dem Poker. Das klingt doch nach einem duften Typen. Er hält sich in seiner unsäglichen Arroganz für den besten Wachmann der Anstalt von Arkham. Er bespielt seine eigene Unsicherheit und Unzulänglichkeit mit beißendem Sarkasmus, hat aufgrund seines aufbrausenden Wesens bereits mehrere Patienten verletzt. Na gut. Ich wette, du fragst dich, wie ich das gemacht habe. Hat der große Detektiv etwa einen Hinweis übersehen? Das mit mir und Frankie geht lange zurück. Ich habe ihn vor ein paar Jahren aus einer schwierigen Lage befreit. Also wenn ich Sicherheitscodes brauche oder einen alten Mann niederschlagen will, dann weiß ich, wen ich fragen muss. Ja, er hat halt überall so seine Buddies, ne? Gab's hier nicht auch was? Nein? Okay, dann gehen wir wieder. Jetzt hier. Ich glaube, ging es da jetzt lang? Müsste wahrscheinlich so sein, weil sonst hätten die kleinen Dullis da nicht gestanden. Halt, da kam ich her. Jetzt muss ich doch mal auf die Karte gucken. Ja. Ist aber auch verwirrend hier. Oracle, ich bin bei den Arrestzellen. Ich kümmere mich um den Tatort. Wie lautet der Plan, etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell Bowles gehört? Genau. Also, Flux den Detective-Modus an und wir suchen mal nach ein paar Beweisen. Denn Batman ist ja der größte Detektiv der Welt. Bowles hat seine Flasche fallen lassen. Schlampig. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. Das ist jetzt schon wieder unrealistisch. Ein Alkoholiker lässt doch nicht seine Flasche fallen. Ich kann Alkoholspuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll. Folge ihr. Das ist toll. Schön gemacht, Batman. Man muss die Leute ja auch positiv verstärken, ne? So. Ja, ich sehe jetzt hier diese kleinen Duft. Orgifieren. Das nenne ich mal eine Fahne haben. Wenn man so viel gesoffen hat, dass überall kleine Furzwölkchen von einem in der Luft schweben. Telefon. Ja, da hat einer Spaß. Der hat auf dem Fahrstuhl. Blöd. Ich dachte, es wäre ein Gegner, sorry. Wie ist Joker freigegeben? Sei still. Was ist los? Wie ist Joker? Halt die Fresse! Batman! Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Was ist passiert?
Ich glaube, die Instandsetzungsfirma oder die Firma, die halt die Fahrstühle da wartet, hat sehr viel zu tun. Können wir uns auch mal durchlesen, wer Harley Quinn eigentlich ist. Seit die Psychiaterin Dr. Harleen Quinzel mit der Behandlung des Jokers betreut wurde, ist sie obsessiv auf ihren Patienten fixiert und hält sich für dessen Geliebte. Aus diesem Grund verhelf sie ihm zur Flucht und wurde unter dem Namen Harley Quinn selbst zur Kriminellen. Quinn ist eine brutale und unberechenbare Schurkin, deren einziger Ansporn, vom grenzenlosen Chaos einmal abgesehen, die Anerkennung des Jokers ist. Aufgrund des grausamen und launhaften Wesens des Jokers ist Quinn für ihn zu einem weiteren Opfer, allerdings ein überaus gefährliches. Ja, das ist halt die Freundin vom Joker, die auch eine relativ hohe Rolle spielt. Mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Genau, du musst klettern. Aber ich denke, das heben wir uns für den nächsten Teil auf. Denn wir spielen schon wieder eine ganze Weile. Und das wird ja sonst alles zu lang. Also sehen wir uns bei Teil 2.